Jo Leute, willkommen zu einer neuen Runde PUBG. Schon im Flugzeug drinne. Ging jetzt relativ schnell. Wir zocken hier wieder auf der altbekannten Karte, die wir schon mal gezockt haben. El Pozzo, ich erinnere mich. Und ich glaube, wir sind hier in dem Bereich irgendwo runtergegangen. Hatten gehofft, dass es da ein bisschen ruhiger ist. Hatten auch tatsächlich ein bisschen Glück. Da hat einiges funktioniert und ich würde mal sagen, dieses Mal gehen wir hier, hier ist immer relativ viel los, deswegen würde ich mal sagen, gehen wir hier in so ein Nebending, dass wir uns dann irgendwie von da irgendwie anpirschen und die Leute von da aus dann wegrotzen, weil ihr kennt das, wir sind ja keiner, der immer sofort da reinrennt, sondern wir sind einer, der immer ja doch schon relativ ruhig das Spiel angeht und von hinten dann das Feld aufräumt und alles wegrotzt. Das ist wie beim Pferderennen, das langsame Pferd, was einfach nicht vorankommt und am Ende zieht das der blöde Gaul dann nochmal ordentlich an und ja, so sind wir auch. Wir sammeln erstmal schön in Ruhe und dann wird ordentlich angezogen das Tempo und ich guck gerade mal, sobald der Fallschirm aufzieht, ob irgend so eine Drecksau hinter uns noch ist. Ich sehe jetzt hier keinen. Die sieht man aber auch relativ spät tatsächlich. Da, wo kommt der? Ey, wo kommt der denn her? Alter, wo kommt der denn schon her? Fuck, da müssen wir... Der geht direkt da rein, ne? Der Bastard, Alter, der geht direkt da rein. Das heißt, wir müssen hier in diese Drecksbude reingehen. Ich hoffe, der hat jetzt nicht schon was und knallt uns von hinten weg. Mach Wege. Schnell, 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 schnell. Mach auf. Mach zu. Zu. Wir haben einen Rucksack. Wir haben eine Sichel. Verband. Verband. Eine Blendgranate, damit können wir auch nichts reißen, so wirklich. Ich laufe mal weiter hier in diese Bude. Was war das denn? Ach, die Karre qualmt. Hier, Alter, hier ist ja nur Scheiße. Was will ich denn mit dem Scheiß Energy? Fuck, wir brauchen was Gutes, Mann, bevor der kommt. Der wird da gleich alles weggelootet haben und dann kommt die Drecksau. Digga, ich brauche eine... Ja, geil. Nice. Nimm mit. Der wird nämlich jetzt gleich von unten bestimmt kommen. Sollen wir gerade nachladen, die Olga, und dann auf Dauerfeuer umändern. Und ich guck mal, wir können eigentlich so richtig dreckig von hier gaffen, wo der lang rennt. Es sei denn, die blöde Sau, die ist hier schon irgendwo. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der erstmal da vorne in dem Bereich alles weglooten möchte. Oder der ist eben jetzt schon hier und knallt uns jetzt gleich von der Seite weg. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Ob der da noch weiter lang ist, um sich mehr Zeug zu holen. Bietet sich natürlich an, die sind ja auch alle gierig. Ich sehe den jetzt aber nicht. Ich sehe den nicht. Ich glaube, der ist weitergezogen und der lootet da eben noch rum, ne? Also die Position, die wir haben, die ist eigentlich ganz gut. Hier sehen wir relativ viel. Ich gehe mal nach oben. Ja, toll, hier ist aber auch nichts mehr. Doch eine Schrotflinte. Nehme ich mal vorsichtshalber mit für den Nahkampf. Hier ist noch... Geil, Helmstufe 2 nehmen wir mit. Was ist das? Mündungsfeuer nehmen wir auch mal mit. Er ist hier noch nicht angekommen, ne? Jetzt muss ich nur vorsichtig sein. Ich habe keinen Bock, dass der mich sieht. Warte mal, ich lege mich mal kurz hin. Hier haben wir Rucksackstufe 1 und noch... Ich dachte, da seid ihr gewesen. Eine Ska. Ska finde ich geil. Aufheben. Ska können wir theoretisch nachladen. Machen wir auch mal. Ich sehe da jetzt aber nichts, ne? Ich glaube, der ist... Da war der, ne? Oder? Ich meine, ich hätte ihn gesehen. Warte mal, ich guck mal. Wir müssen... Oh, wir müssen ein Stück laufen. Hier müssen wir gleich in die Richtung. Ich markiere mir das schon mal. Und alle, die jetzt da hinten gelandet sind, das waren ja relativ viele, die müssen jetzt gleich schon ordentlich nachziehen. Und ich hoffe, dass sie uns dann hier reihenweise vor die Flinte laufen werden. Ist zwar so ein bisschen schäbig hier abzucampen, aber... Ja, warum denn nicht? Können wir eigentlich ein paar wegrotzen? Ich frage mich echt, wo der ist. Der ist doch da in dem fetten Gebäude runtergegangen. Es kann natürlich sein, dass er schon weitergelaufen ist. Also hier ist der irgendwie nicht am Start. Meint ihr, der ist weitergelaufen? Also, ich weiß es nicht. Irgendwie ist so komisch ruhig.
Ich würde mal sagen, komm, wir ziehen weiter. Wir ziehen einfach mal weiter. Vielleicht ist er auch oben Richtung Zone gelaufen. Oder er ist jetzt eben hier und wichst uns jetzt gleich ordentlich weg. Weil ich eben wieder zu ungeduldig war. Weil ich keinen Bock habe, hier abzuschimmeln. Ich hasse es, abzuschimmeln. Alter, geil, was ist denn das hier? Verband, nehmen wir mit. Verband, sehr gut. Molotow, Rauchgranate, Helmstufe 1, lassen wir mal liegen, wir haben einen besseren. Und hier ist aber... Ich habe da ein bisschen... Ich habe keinen Bock, dass der da irgendwo abkämmt, der Bastard. Ich kann mal hier unten gerade noch gucken. Vielleicht ist da unten noch irgendein geiler Stuff. Ich dachte gerade, hier campt einer. Mit so blauen Klamotten. Hier ist Helmstufe 1. Ja, danke für nix. Danke für nix, Mann. So. Hier, ja, Spielbereich verkleinert sich für Laufen gleich. Hier ist... Oh, Stufe 2, Weste. Sehr geil. Ja, das war's dann wieder auch. Und ein Sack Mehl. Ich würde mal sagen, wir laufen. Wir laufen, der Spielbereich verkleinert sich gleich. Ich glaube, auf Nachzügler müssen wir nicht hoffen, oder? Da sollten hoffentlich keine kommen. So, die Frage ist jetzt, wo ist jetzt dieser eine Bastard hier hin? Ob der hier noch abschimmelt? Ich weiß es halt nicht, ne? Eine Tommy Gun erinnert mich immer so an Mafia. Aber hier war der ja scheinbar schon überall drin, oder gibt es hier einfach keine Tür? Doch, hier gibt es Türen, hier war der auch schon drin, hier war er schon gierig drin gewesen. Alter, fuck, wir sind in dem Bereich, der bombardiert wird. Alter, wie dreist ist das denn? Boah, wenn mich das jetzt wegholt. Wir könnten eigentlich auch mit der Karre fahren, ne? Alter, wir sind... Weißt du, die Karte ist so groß. Die Karte ist so groß. Und welcher Vollpfosten steht mittendrin im roten Bereich? Wir. Ey, ich hab Schiss, wenn das jetzt hier einschlägt. Und dann werden wir weggemacht. Aber wir haben auch nicht mehr... Doch, wir haben noch ein Stück zu laufen. Ich könnte eigentlich auch links rauslaufen. Alter, wie räudig ist das? Ach du Scheiße, Mann. Ach du Scheiße. Da... Boah, ich dachte... Ach du Scheiße. Da kommen hier hin. Alter. Wir werden voll zugebombt. Ich hoffe, das wichst uns jetzt nicht weg. Ich laufe da nicht raus, Alter. Keine Chance. Alter, hau mal rein. Ja, genau, hier drauf. Yo. Das war's? Ja gut, dann. Gut. Hallo. War jetzt gar nicht so wild. Dann können wir ja weiterlaufen. Also, ich habe nichts gesehen. Und ihr, ist irgendwas passiert? Nee, ne? War irgendwie nix, oder? Ja, weiter. Können wir weiterziehen. Hier ist nix passiert. Hier gibt's nichts zu gaffen. Geht weiter. So, mal gucken. Wir kommen dann da. Monte Nuevo ist, glaube ich, rechts das Ding, ne? Das ist eine etwas größere Kacke. Hier vor uns auch. Da könnten einige sein, insbesondere weil da die scheiß Zone ist und die campen hier tatsächlich alle gerne die Zone ab. Deswegen muss ich hier gerade mal ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe keinen Bock, dass mich jetzt hier einer wegrotzt, der hier oben am Campen ist irgendwo. Deswegen... Oh, da hinten geht es bestimmt auch ab. Im Wohnwagen, da sind wieder irgendwelche Prostituierten drin. Hier ist aber keiner, ne? Alter, es sind noch 64 am Leben. Und außerdem einen da hinten, der auch irgendwie abgehauen ist, haben wir noch gar keinen gesehen, ne? Also wirklich, ich gehe mal da ins Haus. Hier scheint aber auch keiner zu sein, ne? Jetzt paff. Obwohl die Türen sind auf. Hier sitzt bestimmt irgendwo so ein Bastard. So ein richtig dreckiger Camper. Oh. Rucksack 1, 1, brauchen wir nicht. Rucksack 3, geil. Nee. Was ist das hier? Rucksack 1. Hier können wir noch
Die Flinte hier. Die können wir noch nehmen, anstatt die Scar. Okay. Also hier ist jetzt keiner, oder? Das Problem ist auch, dass hier alles so ekelhaft verwinkelt ist. Also wenn jetzt hier irgendwo einer richtig dreckig sitzt, der alles sehen kann, der könnte da schon ein paar wegmachen. Deswegen, ich würde mal sagen, wie war das mit dem Zonencamping? Hallo? Zack, was ist das denn? Rucksack 1, fuck you. Aber sonst haben wir hier keinen, ne? Die müssten ja theoretisch aus der Richtung kommen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ja der ein oder andere kommen wird und hier looten möchte. Aber ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock, jetzt hier 10 Minuten abzuschimmeln, nur um zu gucken, ob da einer kommt. Ist ja auch irgendwie räudig, ne? Auch scheiße für euch dann. Ihr wollt ja Action. Ihr seid doch heute so gierig. Alle sind sie gierig. Gierig sind sie. Dün, 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 dün. Jetzt pff, so ein Sniper, ein fetter Kopfschuss und weg sind wir. Einfach ekelhaft weggemacht. Ah, da hinten kommt die Zone, aber ich sehe noch keine, so kleine Pixel sehe ich irgendwie nicht bewegen. Ich dachte, hier wird der ein oder andere jetzt mal die Hacken in die Hand nehmen und losrennen, wie so eine Gazelle, aber auch von da oben dachte ich, dass da mehr hocken. Nur da ist auch keiner, ne? Oder? Ne. Da bewegt sich auch keine Sau. Sind wir drin? Ja, wir sind drin. So ganz knapp. Ne. In 3 Minuten, also in 3 Minuten müssen wir zum nächsten Bereich, beziehungsweise müssen wir da sein. Der ist da vorne, deswegen würde ich mal sagen, laufen wir. Da kommt, glaube ich, keiner mehr, ne? Oder? Hier von rechts könnte noch einer kommen. Aber jetzt von hinten, denke ich mal nicht. Dass da irgendeiner, dass da einer so doof ist und, Alter! Ey! Ja! Die alte Campersau, boah, hab ich mich erschrocken, diese Drecksau! Alter, ich sag doch, hier sitzen sie! Alter, hab ich mich erschrocken, ey, geil, was hat der alles? Ey, ich hab mich so krass erschrocken! Alter! Was haben wir denn für eine Weste? Die ist besser, ne? Scar haben wir auch, eine Gasmaske, korrekt. Handschuhe nehmen wir auch mal, geile Stiefel, Militärstiefel nehmen wir auch gerne. Vielen Dank. Ja, ich hab's eben noch gesagt, pass auf, hier sitzen welche, die hier abschimmeln. Alter, habe ich mich erschrocken, ey. Diese Drecksau. Da sitzt er da tatsächlich und pimmelt ab und ich glaube, der hat uns schon gehört, ne? Alter, aber ich find's geil, dass wir den ordentlich weggerotzt haben, weil so eine Campersau, die hat's verdient. Die hat's einfach verdient. Frage ist, ob da noch einer nachkommt. Wir müssen in 2 Minuten drüben sein und wir müssen, glaube ich, noch ein Stück laufen, ne? Und das Problem ist, dass es hier so offen ist, auch so wüstenmäßig, dass man sich irgendwo mal hinter vercampen kann. Also was unsere Sicht so ein bisschen eindämmt. Wir müssen, Alter, da sind wir erst. Oh, wir müssen ein bisschen uns beeilen. 1 Minute 35 haben wir noch. Ich hoffe, da kommt jetzt keiner von der Seite und macht uns wieder ekelhaft weg. Komm, 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 renn, 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 Junge, renn. Renn, 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 renn. Ah, komm, 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 komm. Wie viel müssen wir noch? Ein paar Meter müssen wir leider noch ziehen. Ich laufe mal hier an der Kuhle lang. So ein bisschen im Schatten. Wie viel haben wir noch? Ja, geht alles. Geht alles. Ich habe keinen Bock, dass jetzt hier irgendwo einer sitzt. 1 Minute haben wir noch. Und wir müssen, da hinten fliegt was. Ich habe Schiss, dass hier irgendwo einer sitzt. Müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Türen sind offen auf jeden Fall. Hier war schon einer drin. Hier laufe ich jetzt nicht mal lang, vielleicht hockt hier noch irgendwo so eine Drecksau. Also ich laufe jetzt nicht durch diese beiden Gebäude durch, kann ja sein, dass da noch einer campt oder da drinnen noch. Hier ist ja alles möglich tatsächlich. 30 Sekunden, Alter. Okay, da hinten wird wieder bombardiert. Was ist da für ein Kreis?
Was soll das denn sein? Okay. Hinter uns wird, glaube ich, geschossen, ne? Ich meine, das war hinter uns. Kurz nochmal umdrehen. Da war aber nix. Da ist keiner. Scheiße, Alter. 5 Sekunden. Und die Zone hier ist relativ schnell. Also die frisst ordentlich und schnell. Der Spielbereich wird kleiner. Ja, vielen Dank. Ein bisschen haben wir noch. Ach du Scheiße! Von wo? Alter, von wo ist der Bastard? Ich sehe nix. Wo ist die Drecksau? Junge, der Echte. Mein Lieber, der Echte. Solltest du durch Zufall dieses Video sehen und ich dich jetzt dabei erwischen, wie du gecampt hast, dann mach ich mal echte Schläge und echten Kartoffelbrei aus dir. Ich bin jetzt mal gespannt, wo der war. Alter, okay. Ich nehme alles zurück. Fuck. Das war auch ein Nachzügler. Da sieht er uns laufen. Ah, genau, Alter, alles klar. Jo. Ja, okay, das war dann ein leichtes Spiel. Ich hätte eigentlich quer laufen sollen. Wäre ich, glaube ich, quer gelaufen, dann wären wir da einfacher rausgekommen, ne? Also ich habe ihn so die Möglichkeit gelassen, dass er uns dann sogar noch einfacher wegrotzen kann. Hätte ich nicht machen sollen. Hätte ich tatsächlich nicht machen sollen. Also hinlegen war die schlechte Idee. Ich dachte tatsächlich, dass es irgendwo ein Sniper, der uns jetzt von irgendeinem Haus wegrotzt und ich wollte ihm dadurch ein bisschen die Sicht nehmen. Scheiße, ey. Ja, scheiße, Leute. Scheiße. Hätten wir eigentlich wegmachen können. Also wir hätten es eigentlich machen müssen. Also hinlegen war eine scheiß Idee. War echt eine scheiß Idee. Ich würde mal sagen, komm, nochmal neue Solo-Runde. Ich will euch ja nicht nur mit einem Spielchen hier abspeisen. Lass mal gerade gucken, was haben wir denn hier? Pass. Wo ist denn hier diese Stufenkacke? Da werden wir doch bestimmt wieder irgendwas Neues haben, oder? Überleben ist das, glaube ich, ne? Hier, Level 20, was sind wir? Level 20? Hallo? Okay, da, 15 sind wir. 15. Wir sind erst Level 15, alles klar. Da können wir noch nicht groß was reißen. Deswegen, wir gehen mal zurück zu spielen, Leute. Hauen nochmal eine zufällige Map rein. Und hoffen mal, dass diese Runde besser läuft. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass diese Runde besser läuft. Und ich will euch natürlich auch was bieten. Ich stehe natürlich auch zusätzlich unter Druck. Ich stehe zusätzlich unter Druck. So, komm schon. Hallo? Hallo? Ich muss mich noch warm machen. Ja, ich muss mich noch warm machen. Also mach mal ein bisschen hinne. Wir haben keine Zeit. Wir haben einfach keine Zeit. Das sind wie die Rentner beim Einkaufen. Wir haben einfach keine Zeit. Wir müssen den Leuten da wieder reihenweise in die Hacken fahren. Deswegen, wir haben einfach keine Zeit. Wir haben einfach keine Zeit. So, lass mal gucken. Was ist das denn hier? Oh, hier so ein Scheißhaus mitten in der Wüste. Können wir eigentlich mal auf die Toilette gehen? Mal kurz ohne einen Abwurst. Nee. So, jetzt bin ich bereit fürs Spiel. Spiel kann kommen. Hier, du bist direkt dran. Yes. Alter, wer ist er denn? Was ist das denn für einer? Ach so. Komischer, sah aus wie so ein Avenger. die Karte kennen wir auch schon tatsächlich. Da haben wir uns auch hier so ein einfaches Ding rausgesucht. Ich würde mal sagen, wir gehen hier zu diesen drei Häusern, oder? Da gehen immer die wenigsten hin, weil die ganzen, die gehen tatsächlich, die geiern tatsächlich hier zu diesen fetten Bases, weil die denken, dass da die überkrassen Waffen sind. Also wenn es tatsächlich so sein sollte, schreibt es mal in die Kommentare, möchte ich auch mal wissen, weil ich bin tatsächlich echt ein Freund davon, dass ich lieber hier so zu einzelnen Häusern hinpilger und mich dann eben von vorne ranarbeite und da mein Glück versuche. Scheiße, da gehen halt... Hey, Alter! Ja, klar, ganz ehrlich, wo kommen die her, Mann? Die habe ich auch eben nicht gesehen. Jetzt kann ich hier wieder in die Toilette gehen. Jetzt muss ich hier aufs Klo, Mann.
Fuck, da brauche ich gar nicht reingehen, wenn da schon so viele am Start sind. Wie kommen die denn auf einmal so schnell runter? Alter, was... Geil. Ah, nee, Energy, nur scheiß Energy. Ich brauche kein Energy, Alter. Komm, wenigstens einen Rucksack. Noch einen Rucksack, ein Zielfernrohr. Ja, geil, damit können wir super viel reißen hier. Scheiße, da zu den Häusern ist auch super riskant. Aber wir haben leider keine andere Möglichkeit. Ich muss hier zu diesen Dreckshäusern gehen. Ansonsten, wie Rocky Balboa gehen wir eben in den Faustkampf und werden mit ein paar Kombinationen mit einem Uppercut da schon einen ausnocken. Hoffentlich. So, vorsichtig, ich pilger mich mal vorsichtig. Scheiße. Hier ist schon einer drin. Der schießt auf mich. Der schießt auf mich. Da ist er, guck mal, guck mal. Der Clown, Alter, der Psycho-Clown. Der Psycho. Ah! Ah! Oh, geil. Korrekt. Schießt er uns ab? Warte. Hilfe, tu es nicht. Tu es nicht, armen Bruder. Alter, du Bastard. Du ehrenloser Bastard. Du ehrenloser Bastard. Ich hab die weiße Fahne geschwungen. Alter, wir wurden von einem Psycho-Clown einfach hingerichtet, obwohl wir uns wie ein Hund unterworfen haben und quasi mit dieser Geste gesagt haben, Alter, töte mich nicht. Töte mich nicht. Oh, ja gut, wir haben ja aber auch eine Bombe verpasst, ne? Das, zwei Bomben, ach, der musste noch nachladen. So, und jetzt pass auf, so, pass auf. Okay, ja. Ja. Alter, du dreckiger Bastard. Alter, dieser dreckige Bastard hat uns da ordentlich hingerichtet. Ist das ein Arschloch? Also ich hatte gehofft, dass es hier in dem Spiel auch Gnade gibt. Ja, also gerade wenn ich mich hinlege und zeige, Alter, ich bin unbewaffnet, ich hab nichts, ich mach nichts. Gut, ich habe ihm vorher den ein oder anderen Uppercut verpasst, dann nochmal einen Schwinger. Ja, aber das ich muss doch nur mal erstmal anklopfen. Ich wollte mich nur zeigen. Ich wollte nur zeigen, ey, ich bin da, Bruder. Aber der hat uns einfach hingerichtet, die Drecksau. Die Drecksau hat uns einfach hingerichtet. Problem war aber auch einfach nur, wir sind scheiße gelandet und wenn du dann eben in so eine große Zone reinrennst, wo schon jeder gelootet hat, wo schon jeder vorher dran gewesen ist, dann hast du da auch keine Chance, irgendwie was Vernünftiges abzugreifen. Das kannst du dann vergessen. Das, ja, das hat nicht hingehauen, leider. Das hat nicht hingehauen. Alter, scheiße, ey. Ja, neue Runde, neues Glück. Ihr kennt es nicht anders. Ich meine, was habt ihr auch erwartet? Ja, wir sind hier kein Pro. Es geht ja letztendlich nur um den Spaß. Also ich denke mal, ihr wisst das, wenn ihr hier einschaltet. Es geht einfach nur um Spaß. Es geht einfach nur um Spaß. Ja, dafür haben wir eben in dem einen Spiel haben wir ordentlich den Camper weggemacht. Diesen einen dreckigen Camper, den haben wir da ordentlich weggewichst, der uns auch super krass erschrocken hat. Also da war schon echt... Alter, oh, wer sind die Militärmieze hier, Junge? Oh, Alter, was ist das denn? Oder ist das ein Typ? Lass mal gucken, ist das ein Typ? Ne, oh, ja, ich wollte noch gaffen. Oh, doch Schule, das Ding kennen wir schon hier mit den Ruinen. Wir sind hier runtergegangen, das war da eigentlich ganz gut. Lass mal hier zu dem Ding gehen. Das sieht ganz gut aus. Da fliegt auch das Teil lang. Da können wir eigentlich mal gucken gehen. Also bei den Ruinen, da waren wir letztens auch erfolgreich tatsächlich. So, wo ist das Ding? Das kommt jetzt gleich wieder. Ich verpasse das dann immer, weil das auf dem Boden nicht angezeigt wird. Das ist immer blöd. Warte. Es kommt. Nur ganz langsam. Es kommt nur ganz langsam. Jetzt gleich. Ich springe jetzt raus. Und warte mal. Ich mache mal hier schneller Sinkflug, bevor da gleich wieder so ein dreckiger Bastard ankommt und uns schon vorher alles weggreift. So. Hallo? Ist das jetzt schon schnell? Wir wollten da zu den zwei süßen Häusern, oder? Ja, oh, süß. So, und wenn ich jetzt hier gleich so einen scheiß Fallschirm sehe, dann raste ich aus. Hier sind... Alter, was ist das hier für ein Wind, Mann? Gibt's ja auch mal...
Ach du Scheiße. Hallo. Ah, da geht keiner runter. Da geht keiner runter. Das ist unsere Chance. Da kommt noch irgendeiner. Schicke Judo-Rolle. Hier hinter uns ist keiner runtergekommen, ne? Vielleicht hinten bei den Ruinen, das mag gut sein. Aber jetzt hier vorne habe ich keinen gesehen, oder? Da vorne habe ich jetzt keinen gesehen. Und ich war extra beim Friseur hier noch für das Gameplay. Man sieht's. Haare glatt, Haare, Seiten auf Null, wie unser Kontostand. Einfach nur perfekt. Es muss einfach alles zusammenpassen. So, lass mal gucken hier. Also da ist noch keiner reingegangen, ne? Alter, hier ist keiner drinne. Ich mach mal auf. Mach auf. So, hier müssen wir mal mit Hausflipper rein. So, wie sieht's denn hier aus, ey? Her damit, komm. Zack, zack. Direkt mal nachladen, falls jetzt einer kommt. Polizeiweste auch gut. 9 mm, scheiß auf 9 mm. Ich geh mal hoch. Polizeiweste 2, nice. Scheiß 44er, Magnum. Oh, Alter! Alter! Alter, wollt ihr mich verarschen? Mann! Alter, hab ich mich erschrocken. Ich dachte, da sitzt so eine Drecksau. Alter, wollt ihr mich verarschen? Drecksspiel. Ja, scheiße, hier ist nichts Geiles drin gewesen, ne? Außer diese verstörte Puppe. Mega Psycho. Ja, scheiße, auch so eine Schrotfinde haben wir jetzt eigentlich nichts, ne? Hier ist auch nichts. Ich glaube, hier waren wir aber schon. Hier geht's raus. Hier gibt's noch einen Nebenraum. Scheiß Toilette. Ah, wenigstens ein Helm. Lass mal raus hier. Ah, fuck. Raus hier. Vielleicht hier gegenüber in dem Haus. Vielleicht ist da noch was drin. Mach mal auf. Hey, das... Alter, geil, mach zu, schnell! Sanitätstasche, geil. Eine Tommy-Gun. Oh ja. Vector, die ist geil. Die mochte ich in Call of Duty immer. Ich glaube Modern Warfare 2. Oh. Modern Warfare 2 war das, ne? Vector? Ja. Die stellen wir auch mal auf Dauerfeuer um. Schmerzmittel. Können wir uns auch noch reinzechen. Irgendein paar Pillen. Hier ist noch der Helm. Alter, wir haben keinen Rucksack, deswegen... Hier sitzt jetzt wieder eine Puppe, ne? Ugh. Rucksack, nice. Rotpunktvisier für die Vector, perfekt. Ist auch gut. Wie sieht's aus? Sind wir im Kreis? Optimal, wir sind genau drinne. Perfekt gelandet. So, erstmal schön looten, ne? Polizeiweste Stufe 1 brauchen wir nicht. Mündungsfeuer für die MP ist sehr gut. Wie sieht's hier aus? Kommt hier irgendeiner? Da sind wir reingegangen, oder? Oder haben wir die Tür zugemacht? Ne, da waren wir drin, ne? Warte mal, dann kann ich mal kurz umzwitschen. Ausrüsten. 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 Aus. Ah, geht nicht, okay. Aber wir sind trotzdem jetzt schon mega krass, oder? Können wir Schmerzmittel benutzen? Ja, alles klar, hau mal ein bisschen rein. Erhöht den Boost eines Spielers sofort um 60. Manche Aktionen brechen die. Alles klar. So, mal schön reingeballert, ein bisschen. Was war das? Bisschen Schmerzmittel rein. Ich glaube, da kam einer, oder? Habt ihr das auch gehört? So ein bisschen stöhnen, ne? Ah, hier ist jetzt keiner. Oh, Alter, diese Scheißpuppe da, Mann. Okay, hier ist keiner. Wie sieht's hier aus? Alter, was ist das denn? Jetzt kommen die Bomben hier hin. Okay. Hier sieht auch gut aus, ne? Also, sieht jetzt nicht so aus, als sei hier irgendwo einer. Da ist einer. Der haut ab, weil er nichts hat. Ich muss nachladen. Ja, schieß ruhig. Yes, du Camperschwein. Was wollt ihr da machen? Nehmen. Ich habe Damengriff gelesen. Rucksack 1 brauchen wir nicht. Ich will schnell wieder abhauen, bevor wir gleich wieder von hinten weggemacht werden.
Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Wie beim letzten Gameplay, wo wir am Looten waren, hat uns einfach einer schön von hinten weggerotzt, weil ich eben so gierig war und den Stuff einsammeln wollte. Das war dann ein bisschen scheiße, ehrlich gesagt. Da sind die Ruinen, die sind auch relativ offen, ne? Die Vector ist geil, aber das Ding hat nur so ein kleines Magazin. Ist irgendwie doch nicht so... was ist das hier? Lass mal gucken. Hier kommt ein Auto. Hast du gehört? Hier fährt irgendwo eine Karre lang. Fuck. Der schießt auf mich, oder? Alter, wo? Hä? Hier wichst einer, hier fährt einer. Ich wette, wenn wir jetzt laufen, wichst er uns weg. Ich glaube, der ist da oben, oder? Hier ist noch so eine Karre im Tarnnetz. Wo ist die Drecksau? Der war doch hier ganz in der Nähe, ne? Ich geh mal umgucken. Bisschen Gas geben. Da ist die Karre. Nee, das ist ein Stein. Ist da, oder ist das eine Karre? Hä? Wo sind die Schweine? Hier ist so ein Flakgeschütz. Können wir damit wichsen? Ich glaube, damit können wir nicht schießen, oder? Da würde ich mir mal gern schön reinhalten. Nee, schade. Alter, wo sind die? Irgendwo hat er doch gerade geschossen. Und irgendwo ist doch die Karre hier lang gefahren. Also das war ziemlich nah. Hat sich auf jeden Fall so angehört. Hier auch wieder, hier in der Nähe irgendwo. Ein bisschen vorsichtig sein, weil das so offen ist. Hier ist auch nichts, ne? Kein Camper, nix. Ich muss gleich aufpassen. Wir haben nur 13 Schuss in der Wumme. Das kann ein bisschen dünn werden, wenn wir da ins Feuergefecht mit mehreren kommen. Deswegen muss ich gerade mal ein bisschen vorsichtig sein. Ich will jetzt auch nicht wie der letzte Gestörte da irgendwo reinrennen. Wer weiß, wo die Schweine sind. Hier drin ist auch Kacke, ne? Hier ist aber auch kein Stuff, ey. Doch, hier wurde einer weggerotzt. Kann das sein? Hier ist seine Kiste. Hier wurde einer weggemacht, ne? Ja. Ein Igel. Alter, der hat nur Scheiße dabei. Der wurde schon ordentlich gelootet. Hier ist noch ein Helm, Stufe 1. Ja, Kacke. Also hier wurde einer weggemacht. Ist die Frage, wo ist der Schütze hin, also der Sieger? Alter, wo ist der? Hier ist nix, ne? Ich brauche ein bisschen Munition, Mann. Da war was. Oder? Nee, da war einfach nur dieser Benzinkanister. Hier ist was. Oh, Alter, ich kann hier keine Schrotflinte gebrauchen. Gerade nicht auf dieser großen Fläche. Die hat halt nicht so viel Reichweite. Naja, Pistole, was ist das? Benzinkanister, da ist eine Brate. Die nehmen wir mit. Auf jeden Fall. Also die nehmen wir auf jeden Fall mit. Jetzt haben wir eine gute Flinte. Jetzt können wir in den Kampf gehen. Bratpfanne ist optimal. Genau das habe ich gesucht. Mit der Bratpfanne. Machen wir schön Schnitzel aus den Leuten. Dickes Schnitzel. Hier eine Magnum. Können wir auch nicht gebrauchen. Eine Machete. Hier ist noch ein Helmstufe 1. Alles nicht so geil für uns. Hier ist aber auch tatsächlich relativ wenig, ey. Fuck. Was ist hier für ein Fuck? Was ist das? Ein Rucksack? Stufe 1. Kann er behalten. Ich dachte, da ist einer. Was ist... Oh ja. Die nehmen wir doch mal. Wie viel Muni haben wir dafür? Auch zu wenig. Scheißegal. Ich würde aber tatsächlich die Vector mitnehmen. Gegen die Schrotflinte tauschen. Weil
die Schrotflinte hier auf der kurzen Distanz. Große Distanz meine ich. Keine Chance. Ja, das ist so ein Einzelschussding, ne? Jetzt müssen wir nur aufpassen, das ist relativ groß. Kein Bock, dass hier wieder irgendwo einer sitzt. Was ist das hier? Nein. Fuck. Falsches Ding. Ich will das Medikit. Nein. Vektor. Hallo? Ah, da. Alter. Helmstufe 2. Sehr gerne. Nehmen wir mit. Kompensator für die Vektor lasse ich jetzt mal liegen. Weil, oh yeah. Die Scar. Interessant. Wir nehmen mal alles mit. Wie viel Schuss hätten wir mit der Scar? 30, okay. Ich dachte, das, mit der Vektor haben wir nur 13. Ich nehme mal die mit. Okay, und aktuell, wie sieht's aus? Wir müssen uns beeilen. Ach du Scheiße. Hier ist so eine komische Kirche, die finde ich auch merkwürdig. Alter, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir müssen leider laufen und das nicht wenig. Wir haben noch 2 Minuten Zeit. Frage ist, ob hier so ein Bastard in dieser Kirche oder was das ist, abgammelt. Den traue ich ja alles zu hier. Ich muss mich leider nur ein bisschen beeilen. Rucksack Stufe 1 könnte behalten. Stufe 2, sonst ist hier aber schon alles weggegeiert, ne? Klappschaft, scheiß auf Klappschaft. Was ist das? Polizeiweste. Dann können wir auch nicht. Scheiß drauf. Ich muss laufen. Es ist so scheiße offen hier. Ich glaube, da sind bestimmt auch welche. Also gehe ich fest von aus. Aber scheiß drauf, Augen zu und durchziehen jetzt. Wir müssen leider laufen. Ich wechsle gerade aber nochmal kurz auf Dauerfeuer. Wie viel. Ach, Alter, wir müssen. Scheiße. In einer Minute. Fuck. Knappes Ding. Wir haben zu viel in den Ruinen an Zeit verschwendet. Wir können das Spiel nur noch mit der Bratpfanne retten. Also, was uns jetzt nur noch rettet hier aus dieser außergewöhnlichen Lage, ist eben die Bratpfanne, Leute. Oder eben eine Karre. Das wäre natürlich geil, aber da rennt einer. Wo will der denn hin? Den mache ich weg. Der sieht mich nicht. Der sieht mich nicht. Doch, jetzt hat er mich gesehen. Fuck, Alter, scheiße! Der Drecksack! Der Drecksack! Fuck, ich dachte, den kriegen wir. Aber das Problem war, wir haben den früher gesehen, das war ja gut. Nur, ich habe zu lange gewartet, ich hätte ihn schon vorher wegwichsen sollen. Und das Gute war für ihn, dass er hinter dem Baum campen konnte. Was macht der denn? Scheiße! Ach, der hat uns aber vorher nicht gesehen, ne? Doch, hier. Hä, wie hat der das denn gemacht? Wie hat der das denn gemacht? Scheiße. Ja, Freunde, war wieder nur ein Kill, aber immerhin Rang 31. Ja, wir haben lang überlebt. Überlebenszeit 14 Minuten, kann man nicht meckern. Auch wenn wir nicht viel weggerotzt haben, nur das Problem war einfach, wir haben bei den Ruinen leider zu viel an Zeit verdödelt. Von den Waffen her war es eigentlich in Ordnung. Nicht so wie in dem Spielchen davor. Ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Also ich hoffe es, würde mich freuen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!